Frau Dickers, liebe Frau Black-Feltrup, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres kleinen Wettbewerbes heute Abend. Ja, ich darf Sie ganz herzlich als Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe willkommen heißen und freue mich darüber, dass ich hier sozusagen in doppelter Rolle auftreten darf, nämlich erstmal als Gratulant. Ich möchte hier auch nochmal vor Ihnen, unseren beiden Kommissionen, der Historischen Kommission und der Kommission für Altertumskunde, einen herzlichen Glückwunsch aussprechen zu 125 Jahren wissenschaftliche Kontinuität. Das ist eine enorme Strecke und Sie haben sich in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder neu erfunden. Ich selbst durfte sozusagen einen ganz kleinen Teil dieser Strecke sozusagen Sie begleiten in unterschiedlichen Funktionen. Und ich darf sagen, ich bin ja in vielen Gremien bundesweit unterwegs und das ist jetzt ein Punkt, wo ich mal richtig stolz drauf bin, dass wir als Landschaftsverband Sie unterstützen dürfen bei Ihrer Arbeit, dass wir einen Weg gefunden haben, wie wir das Ehrenamt gut fördern und unterstützen können. Wird viel in Sonntagsreden beschworen, dass das Ehrenamt gefördert werden muss, aber ich finde, wir haben mit den 6 landeskundlichen Kommissionen einen ganz tollen Weg gefunden. Sie wissen, wie das funktioniert. Wir stellen die Geschäftsstelle sozusagen, bezahlen die, nehmen aber keinen Einfluss, keinen inhaltlichen Einfluss auf das, was sie da machen. Und es finden sich eben insgesamt hunderte von ehrenamtlichen Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, ob noch im aktiven Dienst oder emeritiert, die bereit sind, mit ihrem profunden Fachwissen an der landeskundlichen Forschung für unsere Region Westfalen-Lippe mitzuwirken. Und dafür Ihnen auch allen herzliches Dankeschön, dass Sie sich so aktiv in unsere Kommission, insbesondere hier die Historische Kommission und die Kommission für Altertumskunde, einbringen. Und ich freue mich natürlich auch, also meinen herzlichen Glückwunsch. Und meine zweite Funktion ist heute, dass ich ein besonderes Format moderieren darf. Und ich will sagen, das ist für mich auch eine Premiere. Ich habe ganz kurz mit einigen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon gesprochen. Für die meisten von Ihnen ist es auch eine Premiere. Und ich muss sagen, Poetry Slams habe ich schon eine Menge gesehen. Science Slams noch gar nicht und erst recht kein History Slam. Und deswegen bin ich richtig gespannt gleich auf Ihre Performance sozusagen, auf Ihre Beiträge. Und das zeigt natürlich auch das Format, was Sie sich ausgedacht haben. Also Sie haben ja den ganzen Tag schon nicht damit zugebracht, sich selbst abzufeiern, ne, sondern wie ich das von Ihnen kenne, Sie haben das genutzt zum Arbeiten. Und ich finde auch die Idee Ihrer zweitägigen Tagung ganz, sag ich mal, wirklich bestechend, dass Sie sagen, wir wollen mal zeigen, wie zwei Wissenschaften sich nicht gegenseitig das Wasser abgraben, sondern sich gegenseitig befruchten. Und das machen wir mal an ganz konkreten Beispielen und Projekten deutlich. Also finde ich ein tolles Thema. Ja, Science Slam, History Slam zeigt eben auch, dass Wissenschaft und Spaß sich nicht ausschließen müssen. Ne? Und ich möchte vorab schon mal allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, diesen 6, ein ganz herzliches Wort des Dankes aussprechen. Ich finde das mutig, muss ich sagen. Nicht nur also nicht nur, dass Sie sich mit Ihren Vorträgen einem fachkundigen, extrem fachkundigen Publikum stellen, das sind Sie gewohnt, ne? Aber dass Sie eben auch den Anspruch an sich haben, unterhaltsam und zweitens sehr kurz zu sein. Und das ist, glaube ich, für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die richtig eingefleischt in der Materie unterwegs sind, keine ganz leichte Übung. Ja, ich will vielleicht ein bisschen was zu den Spielregeln sagen. Science Slam habe ich schon gesagt, ein Wettbewerb, ein wissenschaftlicher Wettbewerb. Natürlich geht es um geschichtliche Vorträge. Ein Preis gibt es auch zu gewinnen, komme ich gleich drauf. Wir hören also 6 Kurzvorträge, kurz und knackig, ein Wettstreit um die spannendste Geschichte. Es geht um den Inhalt und die Art des Vortrages. Die Jury, das sind Sie, meine Damen und Herren. Ich habe gesagt, es gibt einen Preis zu gewinnen. Dieser Preis ist, den zeigen wir nachher, das ist ein goldener Drachengriffel. Es ist eine aufwendige, handgefertigte Nachbildung eines bronzenen Schreibgriffels aus Lübeck, aus dem 13. Jahrhundert. Also ein archäologischer Fund, mit dem geschrieben worden ist, also Quellen erstellt worden sind, die wiederum natürlich von Historikern zum Sprechen gebracht werden. Der Griffel ist spitz, der Drache am Griffel ist bissig und die ehemals damit verfassten Texte waren sicher auch spannend. Und so sollen ja auch die Beiträge sein. Spannend, bissig und auf die Spitze, das heißt auf den Punkt gebracht.
Und Sie werden sich wundern, was unsere Kandidatinnen und Kandidaten sich alles haben einfallen lassen, um Sie heute zu überzeugen, ja vielleicht sogar zu begeistern. Ja, jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin hat maximal 10 Minuten Redezeit. Da sind wir auch ganz strikt. Ich gucke mal in Richtung der beiden Vorsitzenden, da sind wir ganz strikt. Und zwar immer im Wechsel Historiker, Historikerin gegen Archäologin, Archäologe. Und am Ende stimmt das Publikum, Sie, mit den ausgelegten farbigen Pappen. Jeder von Ihnen hat eine Pappe. Jeweils für den aus seiner Sicht, ihrer Sicht, besten Kandidatin, die beste Kandidatin ab. Und zwar nur einmal. Also Sie haben eine Pappe und nur eine Stimme. Sie müssen sich schon entscheiden. Und für die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen, also die Erstplatzierten sozusagen nach diesem Votum, da machen wir nochmal eine separate Abstimmung, damit wir dann einen klaren Sieger haben. Wir haben einen Preis, also muss auch eine Sieger oder eine Siegerin geben. Wobei, diejenigen, die sich hier so mutig waren, die haben eigentlich alles schon gewonnen. So, wenn ich sozusagen keine fragenden Gesichter sehe, und die sehe ich jetzt nicht, gehe ich mal davon aus, dass Sie alle die Spielregeln verstanden haben. Und dann würde ich mal unseren ersten Kandidaten, einen Historiker, Herrn Stefan Sudmann, bitten, nach vorne zu kommen. Und wenn Sie sagen, Sie sind soweit, dann stelle ich Sie dem Publikum vor.